Ein wunderherzliches Hallo. Mein Name ist Axan Hartmann, ich bin Gründer von System 23 und möchte dich heute einladen auf eine gemeinsame Reise in die Welt der Hypnose. Warum heißt die DVD eigentlich die Hypnose-Revolution? Weil es genau darum gehen soll, um einen Paradigmenwechsel, um einen neuen Blick auf die Hypnose, der nach hunderten von Jahren dringend mal notwendig ist. Um die Hypnose aus diesem, ich nenne es mal, esoterisch angehauchten, mystischen Bereich rauszuziehen und ihr den wissenschaftlich anerkannten Stand zu geben, den sie auch wirklich verdient. Und dazu ist es meiner Meinung nach unheimlich notwendig, mal einen ehrlichen Blick darauf zu werfen, was Hypnose eigentlich ist und was sie nicht ist. Weil in den letzten hunderten von Jahren, seit Hypnose auch so heißt, weil die Prinzipien darunter wurden schon längst davor, vor tausenden von Jahren schon verwendet, aber seit Hypnose so heißt, geht man von einem hypnotischen Zustand aus. Ja, egal, ob man James Braid oder Ehrman anguckt, was sie über Hypnose so gesagt haben, selbst bis hin zu Milton Erickson, zieht sich immer wieder eins durch. Es ist ein hypnotischer Zustand. Ein Zustand, in dem wir offener sind für Suggestionen. Ein Zustand, in dem die kritische Fakultät umschifft werden kann, sodass man direkt mit dem Unterbewusstsein kommuniziert, etc., etc., etc. Das Problem ist, aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man mal wirklich ehrlich hinguckt, mal guckt, was passiert im Gehirn, mal Messungen im Gehirn betrachtet oder Studien wie von Professor Kirsch aus Amerika, der als einer der wenigen universitären Hypnose-Professoren wirklich das in die Tiefe auch erforscht hat, dann wird man sehen, dass Hypnose kein bestimmter Zustand ist. Und ich werde darüber auch noch ein bisschen sprechen in dem Video. Ich werde auch noch eine kurze Beweisführung fahren, warum ich glaube, dass Hypnose was anderes ist als ein bestimmter Zustand, in den man durch eine Induktion hineinkommt und dann ist man drin und dann funktioniert alles. Denn aus meiner Sicht ist Hypnose vor allem ein Prozess. Ein Prozess, zwischen dem, wie unser Denken im Körper wirkt, wie daraus eine Erfahrung wird, diese zu einem Glaubenssatz und das wieder die Imagination unser Denken anfeuert. Aber lasst uns diesen Prozess mal kurz in Aktion sehen, dass ihr wisst, was ich meine und warum ich für überzeugt bin, dass es nicht daran liegt, dass jemand in einem bestimmten Zustand ist, sondern daran, was er denkt, wenn diese fast schon magischen Dinge passieren, die man in Hypnose manchmal so erlebt. Deswegen ganz viel Spaß mit einer kurzen Demonstration. Hypnose ganz ohne Hypnose, wie wir sie bisher kennen. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Dankeschön. Lass uns mal was ausprobieren und zwar... Nimm mal die Füße fest auf den Boden. Ja. Setz dich entspannt hin. Und lass mal die Arme rechts und links ganz normal runter. Und schau mal auf irgendeinen Punkt, irgendwo auf dem Boden. Und während du da so guckst, stell dir einfach mal vor, wie deine Füße langsam schwerer werden. Wie deine Beine langsam ganz angenehm schwer werden, entspannt. Wie deine Arme, Schultern schwer in diesem Stuhl dran sitzen. Jetzt stell dir mal vor, wie so eine zusätzliche Schwerkraft so auf dich wirkt, dass du gar nicht mehr aufstehen könntest. Dich komplett in den Stuhl reinzieht. Und stell dir zusätzlich vor, wie du mit dem Rücken, mit dem Gesäß, mit den Oberschenkeln auf dem Stuhl anliegend komplett wie reingeklebt wirst. Und während du dir das weiter vorstellst, versuch mal aufzustehen. Versuch mal mit Kraft aufzustehen. Okay. Bist du hypnotisiert? Nee. Nee, wäre ja komisch. Nimm mal die Hand so nach vorne und mach mal eine feste Faust. Eine ganz gerade Faust, genau, also einen geraden Arm. Ich drücke mal ein bisschen dagegen, du drückst dagegen. Und stell dir mal vor, wie Bizeps, Trizeps, Unterarm, alles ganz fest, wie von einer Statue bis vor, so dass ich es gar nicht mehr anwinkeln kann, komplett fest. Und dann stell dir mal vor, wie der Arm so fest wäre, dass du ihn nicht anwickeln könntest. Stell mal vor, wie sich das anfühlen würde, wenn du es versuchen würdest, es ging nicht. Wie wäre das? Spür da mal rein. Und wenn du das spürst, wie dein Arm fest ist wie von einer Statue, dann versuch mal, ihn anzuwinkeln, nur um zu merken, dass es nicht mehr geht. Jetzt schon komplett fest. Versuch mal, die Faust zur Nase zu bringen, nur um zu merken, es geht nicht mehr. Es ist komplett fest und hart. Versuch mal richtig mit Kraft. Es geht nicht. Probier mal, die Hand zu öffnen. Und dann merke, wie der Arm, nicht dein Arm, sondern der Arm, hier so eine Luft steht, wie wenn er nicht mehr deiner wäre. Steht da einfach. Ein Arm. Und wenn du das spürst, probier mal überhaupt, diesen Arm zu bewegen. In irgendeine Richtung. Probier mal. Was passiert, wenn du das probierst?
ich müsste wieder in meinen Arm rein. Ja, dann geh mal in deinen Arm rein. Und jetzt kannst du ihn wieder anwinkeln. Und die Hand öffnen. Mhm. Komisch. Wie okay. War das gerade? Wie war das? Es ist, in ein bestimmtes Bewusstsein reinzugehen. Und wenn ich das Bewusstsein annehme, dann das lässt es gar nicht zu. Mhm. Es geht, wenn mein Arm fest ist und steif ist, dann ist er ja fest und steif. Das dann ist die einfache ja, Logik. Geht ja nicht anders. Ja. Ja. Ja, eigentlich blöd, aber so ist. Ja. Ja. Aber vom Bewusstsein war es genauso wie jetzt im Gespräch. Du warst hier. Ganz normal, ja. Ganz normal. Also alles ganz normal. Aber mein Arm auch gesehen, alles. Ein Gedanke, der wirkt. Ja. Das ist spannend. Lass noch einen letzten Schritt weitergehen. Wie heißt du? Jürgen. Jürgen. Wenn du weißt, wie du heißt, wo weißt du das? Es kommt von da drin, oder? Von, ich weiß nicht, was im herkommt. Kopf? Eigentlich im Kopf. Okay. Ja, genau. Wenn du kurz nachdenkst und so, wie heiße ich, mal reinguckst, wo siehst du deinen Namen? Hier oben drin. Hier oben drin, so in der Stirn, ja. Ungefähr hinter und, der Stirn. Ja, so irgendwo in der Ecke. Okay. Dann sieh mal dort deinen Namen in deiner Stirn. Mhm. Und dann stell dir mal vor, kannst ruhig die Augen öffnen, wie er hier so rauskommt. Mal die Augen auf, guck ihn an, wie er hier so schwebt, geschrieben. Ja? Ja. Stell dir vor, wie er langsam weiter nach hier geht, nach hier, nach da oben. Und dann langsam sich immer weiter wegbewegt, so bis zur Decke, durch die Decke durch, Richtung Himmel, bis zu Atmosphäre, durch die Atmosphäre durch, ins Weltall, an den Sternen vorbei, an den Galaxien vorbei und dort in ein schwarzes Loch und plötzlich ist er weg. Und schau mich an und versuch mal deinen Namen auszusprechen, wenn er weg ist. Ich finde, Alex, du bist... versuch deinen Namen auszusprechen, wenn er weg ist. Ich finde, Alex, du bist... Sieh mal, wie hier langsam durch die Atmosphäre, durch das Dach, durch die Decke und hier in den Raum wieder reinkommen. Wie heißt du? Jürgen. Jürgen. Okay. Wie war das gerade? Der Name war ja weg. Und damit war er weg. Ist es für den Außenstehenden wahrscheinlich nicht ganz logisch? Wieso war der weg? Wie war das, als du versucht hast, ihn auszusprechen? Es ist mir ja klar, dass er gar nicht mehr da ist. Er ist nicht da. Es geht irgendwie nicht. Ja. Man kann es gar nicht beschreiben. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich, es kann ja nicht sein. Du weißt ja, wie du heißt. Ja, natürlich. Aber in dem Moment war so eine Blockade da, wie so ein... Und wir kennen das die ganze Zeit aus dem Alltag. Wenn wir Dinge wissen sollten und irgendwie in einem Moment sind sie nicht da. Ja. Jetzt in dem Moment konnten wir es mal künstlich kreieren. Für mich ist es der Prozess, wie Realität entsteht. Ja? Wie wir Realität erleben, wahrnehmen und vor allem co-kreieren. Und wenn wir das mal übertragen, so aufs echte Leben, und überlegen, wenn nur der Gedanke, ich kann meinen Arm nicht bewegen, und in dem Moment die Überzeugung, irgendwie geht's nicht, dafür sorgt, dass ich wirklich körperlich, physisch, obwohl du offensichtlich ein starker Junge bist, du deinen eigenen Arm nicht mehr bewegen kannst. Wie weit kann das gehen, wenn Menschen überzeugt sind, oh, das und das, ich kann das nicht. Ja. Deswegen finde ich es eine ganz schöne Metapher, sowas auch mal auszuprobieren, sowas auch mal zu machen. Solange klar ist, der Partizipant ist eigentlich der Held der Situation. Er ist derjenige, der das mit seinen starken Gedanken macht. Für dich war es angenehm? War das ganz alles okay, ja. Ja. Mir ist immer unheimlich wichtig, dass derjenige selbst sich nicht bloßgestellt fühlt, sondern merkt, oh, das ist ja, irgendwie ist es auch spannend, ne? Das mal selbst zu erleben. Das ist so mein Erleben meistens. Und dann, glaube ich, hat es eine sehr wichtige Wirkung. Auf die kommen wir auch später noch zu sprechen. Jürgen, ich sage ganz lieben Dank, dass du hier warst. Gerne. Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, dein Name ist Jürgen und deinen Arm kannst du jederzeit anwinkeln. Gut, so. Wunderbar. Was haben wir da gerade gesehen? Aus meiner Sicht eine spannende Demonstration dessen, wie unser Denken im Körper wirken kann. In einer extremen Situation sozusagen. Weil ich es natürlich von außen ein bisschen geführt habe, wo Gedanken hingehen, um zu demonstrieren, wie wir sowohl für uns selbst als auch im Coaching die Gedankenwelten anderer oder unserer selbst nutzen können, um im Körper was auszulösen. In dem Fall in einem kleinen Spiel, in einem Erleben. Im weiteren Verlauf werdet ihr aber auch merken, genauso auch im Coaching, genauso darin, wie wir Ängste, die wir ablegen wollen, wie wir bestimmte Gefühle, die wir uns holen möchten, weil wir sie zum Beispiel brauchen, Selbstsicherheit, ein glückliches Gefühl, Gelassenheit etc., wie wir uns das holen können, weil auch das sind nur Reaktionen im Körper, die mit einem Gedanken beginnen können. Aber zunächst möchte ich erklären, was passiert eigentlich genau,
wenn wie gerade eine Realität handfest, nicht nur theoretisch, handfest entsteht durch einen Gedanken. Keine Induktion, keine Vertiefung. Und das ist auch mein persönlicher Beweis dafür, dass Hypnose kein Zustand ist. Früher hätte man gesagt, man muss in einer bestimmten Trance-Tiefe sein, um solche Phänomene wie seinen Namen zu vergessen oder seinen Arm nicht bewegen zu können, erleben zu können. Muss man nicht. Ich glaube, was anderes muss passieren. Völlig unabhängig. Ich habe nicht Schlaf gesagt, ich habe nicht tiefer und tiefer gesagt. Ich habe einen Loop gesponnen, einen Kreislauf, der rund um die Realität geht, weshalb ich ihn auch den Reality Loop nenne. Für mich ist Hypnose, und wie ihr später merken werdet, auch die Realität an sich, wie wir sie erleben und co-kreieren, ein Kreislauf. Und lasst es erstmal anhand der Hypnose erklären. Für mich ist Hypnose vor allem ein Prozess. Ein Prozess, den man ganz gut in vier Kisten, in vier Boxen erklären kann. Oben rechts haben wir die Imagination. Unsere Imagination, das ist das, was wir denken. All die Gedanken, die wir so denken. Die Bilder, die wir im Kopf machen, die inneren Stimmen und so weiter. Und die wirken in der Physiologie, in dem, was im Körper passiert. Ja, da gibt es den sogenannten ideodynamischen Prozess. Ideodynamik, Ideo, der Gedanke, Dynamik, da passiert was. Und da gibt es ganz unterschiedliche Unterformen, zum Beispiel Ideomotorik. Das hat der eine oder andere schon mal erlebt, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, die Arme mal ausstreckt und sich vorstellt, an den Handflächen kleben zwei starke Magneten und spürt, wie diese sich anziehen, bis sie sich bewegen. Das ist Ideomotorik, eine muskuläre, motorische Reaktion, ausgelöst durch einen Gedanken, ein Bild im Kopf. Gibt es noch andere Varianten, wie zum Beispiel die Ideosensorik. Das kennt jeder, der mal mit einem Moskito in einem Zimmer geschlafen hat, wenn man das Gefühl hat, ich habe da was gespürt, ja, ausgelöst durch einen Gedanken. Gleich ist er da sicher. Es gibt Ideoemotives, und ich glaube, das kennen wir alle. Das brauchen wir unheimlich viel im Coaching, das erleben wir aber auch jeden Tag im echten Leben. Wenn ein Gedanke ein Gefühl auslöst, wenn eine schöne Erinnerung ein gutes Gefühl auslöst, wenn eine schreckliche Neuigkeit ein schlechtes Gefühl auslöst, und zwar nicht nur philosophisch, theoretisch, rational, oh ja, das ist jetzt aber schlimm, sondern so ganz fühlbar, so, oh, da werden die entsprechenden Botenstoffe ausgeschüttet, da ziehen sich Muskeln zusammen, da spürt man im Körper wirklich eine Reaktion. Das ist der Grund, warum wir Filme überhaupt erst angucken können, ja? Weil wir durch die Gedanken, die durch die Bilder ausgelöst werden, eine körperliche Reaktion haben. Wir spüren einen Teil der Emotionen, die im Film passiert, mit. Die Spannung, die Erotik, die Romantik, den Humor können wir wirklich fühlen. Sonst wäre es völlig langweilig, einen Film überhaupt anzuschauen. Es gibt noch weitere Unterarten wie Ideogustatorik. Oh ja, die Barriquelagerung schmeckt man deutlich raus. Oder Ideo-Olfaktorik, Geruchssinn, wenn ich sage, riechst du das auch? Oh ja, ich rieche das auch. Wenn da eine Suggestion sozusagen einen Impuls im Erleben im Körper auslösen kann. Und das geht so weit, dass inzwischen Studien gemacht werden, da geht es nicht nur um, er hat sich eingebildet, der hat nur gedacht, der hat gar nicht wirklich was gerochen, der hat nur gedacht, er hätte was gerochen. Sondern es geht um wirkliche körperliche Wahrnehmungen. Es gibt ein schönes Experiment, das das beweist, wo ein Mann in den Brainscanner gelegt wird und man genau sieht, was im Gehirn passiert. Und die Forscher sagen, pass auf, wir geben dir gleich zwei unterschiedliche Weine. Einen recht billigen Fusel und einen richtig teuren Bordeaux. Und wir wollen einfach mal gucken, was im Gehirn Unterschiedliches passiert bei einem guten Wein und bei einem günstigen Wein, bei einem auch nicht so leckeren Wein. Ihr wisst wahrscheinlich schon ungefähr, was wirklich passiert. Er bekommt zweimal den gleichen Wein. Spannend ist nicht, dass er sagt, oh ja, der zweite hat viel besser geschmeckt. Sondern spannend ist, dass in seinem Gehirn, im Gehirnscanner sichtbar, der Ausschlag in der entsprechenden Rezeptorpartie viel größer war bei dem guten Wein. Das heißt, auch da hat die Erwartungshaltung schon dafür gesorgt, dass ganz anders wahrgenommen wird. Und zwar wirklich vom Gehirn, nicht nur von dem, wie wir denken, wir hätten was wahrgenommen. Das ist die physiologische Reaktion, die körperliche Reaktion. Die wird automatisch zu einer Erfahrung. Geht gar nicht anders, vorausgesetzt, wir kriegen mit, was da passiert. Und diese Erfahrung, die füttert wie jede unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen, dass wir aus der Welt einen Sinn machen. Und unsere Überzeugungen, unsere Glaubenssätze, die füttern dann wieder unsere Imagination, unser Denken. Und so wird es zu einem Kreislauf, der Hypnose regiert, der unsere Realität mit beeinflusst. Ich mache es mal kurz noch an einem Beispiel klar. Stell dir mal vor,
Auf der linken Hand liegt ein schweres Gewicht von 4 Kilo reinem Blei. Körperliche Reaktion, der Muskel wird schwer, man merkt, wie dieses Gewicht boah, schwer wird, der Arm sinkt nach unten. Erfahrung, da passiert gerade was Spannendes, mein Arm sinkt, da passiert ja wirklich was. Belief, was auch immer der da macht, es scheint zu funktionieren. Vielleicht ist an dieser Hypnose ja doch was dran. Und das restliche Arbeiten mit dem Hypnotie wird leichter, weil er gerade was Spannendes erlebt hat. Nehmen wir aber mal den gleichen Loop in einer alltäglicheren Situation bei einem Thema, das jeden betrifft, unabhängig von der Hypnose. Wir könnten es auf alles übertragen, auf Gesundheit, Beziehungen, Berufliches. Ich nehme mal so ein klassisches, vielleicht auch abgedroschenes Thema wie Erfolg, was auch immer es für den Einzelnen bedeutet, ob emotionaler, beziehungstechnischer, familiärer oder auch finanzieller Erfolg. Wenn ich jemanden habe, der weiß, also der ernsthaft glaubt, er ist erfolgreich, der denkt ja ganz anders über die Zukunft nach. Der hat ganz andere Bilder im Kopf, wie möglich Projekte verlaufen werden, wie ob ihm was gelingen wird oder nicht, wie ihn andere bejubeln werden, wenn es klappt, wie er sich freut, wenn das Ziel erreicht ist. Das löst was ganz anderes aus im Körper. Eine ganz andere Reaktion. Eine Ausschüttung von entsprechenden Botenstoffen, die sagen, komm, der Tag ist da, lass ihn anpacken, lass was tun. Diese Tatkraft führt natürlich zu Ergebnissen, zu Erfahrungen. Und hinterher weiß er, habe ich es euch nicht gesagt. Ich nehme jemanden mit einer anderen Sicht auf die Dinge. Jemand, der weiß, er ist nicht erfolgreich. Aber was er angeht, das kann nichts werden. Was er angeht, das hat er vielleicht auch sich selbst schon bewiesen, hat ein bisschen Beweismaterial gesammelt oder hat von gutmeinenden Mitmenschen, Eltern oder sonstigen gesagt gekriegt, Junge, mach lieber mal langsam. Ja, bei dir klappt das eh alles nicht so gut. Der weiß, er ist nicht erfolgreich, der denkt ganz anders über die Zukunft. Der hat ganz andere Bilder im Kopf davon, wie das so werden wird. Ob Leute ihn bejubeln oder auslachen am Ende des Projekts. Der fühlt was ganz anderes. Der hat weniger ein, los, lass es uns anpacken, ich freue mich drauf. Der hat vielleicht eher ein, morgen dann, ja, so eher so eine Bremse drin. Weiß nicht, ob das der eine oder andere mal erlebt hat. So eine Hemmung, so ein morgen. Der kommt ja ganz anders ins Handeln. In der Physiologie, idiomotorisch sozusagen. Der hat also auch ganz andere Erfahrungen, ganz andere Ergebnisse. Oder keine, was ja auch ein Ergebnis ist. Und weiß dann hinterher, habe ich es euch nicht gesagt. Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Freund von positivem Denken. Ich bin auch kein Freund von self-fulfilling prophecies. Und wenn wir da mal drin sind, kommen wir nie wieder raus. Mir geht es vor allem um eins. Zu zeigen, dass dieser Kreislauf, den ich den Reality Loop nenne, diesen hypnotischen Loop, wie ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe von James Tripp, unser ganzes Leben eigentlich beeinflusst. Und zwar nicht nur, weil ich das jetzt gesagt habe, sondern der läuft immer, ob wir es wissen oder nicht. Nur wenn wir es wissen, können wir eingreifen. Für die Hypnose heißt es vor allem zwei Dinge. Wenn ich ernsthaft glaube, Hypnose ist ein Zustand und wenn man da drin ist, dann funktioniert es, weil dann ist er ja hypnotisiert. Dann habe ich nur eine Schraube. Wenn das nicht funktioniert, dann war er halt nicht richtig hypnotisiert. Habe ich die Induktion nicht richtig gemacht? War die Vertiefung nicht tief genug? Das ist die einzige Stellschraube. Ich persönlich glaube, dass die Trance eine Rolle spielt. Ich glaube, dass sie hilft, weil ein entspannter Geist wohnt in einem entspannten Körper und kann vielleicht auch stärkere Bilder denken. Aber ich glaube, der Grund, warum die Hand sich nicht öffnen kann, warum man seinen Namen vergisst, warum jemand Ängste und Phobien plötzlich loslassen kann, obwohl er sie sein Leben lang mit sich rumgetragen hat, das hat viel mit diesem Kreislauf zu tun. Viel mehr als mit dem Zustand der Entspannung, die dabei dann vielleicht unterstützend sein kann. Wenn ich aber weiß, dass Hypnose ein Kreislauf ist, und ja, auch meine Landkarte ist nicht das Gebiet, auch das hier ist nur der aktuellste Stand des Irrtums. Aber ich glaube, es ist die funktionellere Landkarte. Weil wenn ich davon ausgehe, dass Hypnose ein Kreislauf ist und ich 4 Boxen habe, in denen ich eingreifen kann, dann habe ich 4 Stellschrauben. Dann kann ich über die Imagination bewusster gehen und andere Bilder wählen, bewusster Bilder wählen, kann die Physiologie entsprechend mitverwenden, um zu helfen, das entsprechende Ergebnis zu produzieren, kann über Erfahrungen gehen, die ich bewusst setze und kann an Glaubenssätzen arbeiten und habe somit 4 wichtige Angriffspunkte, auf die wir im Laufe des Videos bzw. der DVD auch noch in Ruhe eingehen werden. Was ich unheimlich faszinierend finde und warum ich von einem Paradigmenwechsel, von einem Shift in der Coaching-Szene an sich spreche, den ich gerade auch unheimlich viel erlebe, durch das, was System 23 auslöst, was
es dadurch auslöst, dass es die Coaching-Szene schon so ein bisschen durchschüttelt und die Feedbacks, die ich so bekomme, ist, es macht Hypnose auch plötzlich zugänglich für all die, die sagen, Hypnose? Davon halte ich nichts. Daran glaube ich nicht. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht dran. Ich glaube nicht, dass es Hypnose gibt, so wie wir es erwarten. Ich glaube nicht, dass es dieses Schlaf und weg und dann magisch blublu und ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich glaube an einen wissenschaftlich belegbaren kommunikationspsychologischen Prozess. Beschreibbar durch so einen Kreislauf und bearbeitbar durch die richtige Kommunikation, durch die richtigen Worte, durch die richtigen Bilder unter anderem, die wir setzen können. Aber dadurch gibt es ganz neue Möglichkeiten. Es ist ein bisschen weniger mystisch, ein bisschen weniger magisch. Es macht ein bisschen die Magie kaputt, leider. Aber wie ihr in diesen Experimenten gesehen habt, macht es nicht weniger stark. Ganz im Gegenteil. Für das Gegenüber macht es sogar viel potenter, weil er nicht das Gefühl hat, naja, das war halt diese Hypnose, sondern weil er weiß, wow, das steckt ja in mir. Das kann ich selbst, und zwar jeden Tag, auch wenn der Hypnotiseur nicht dabei ist und sein Voodoo macht. Und es macht somit das Tool, und das ist ja auch mein großes Anliegen. Ich habe im letzten 2 Jahren 400 Hypnotiseure ausgebildet. Ich weiß, dass ein Großteil davon auch wirklich aktiv wird, weil sie sagen, im Gegensatz zu anderen Ausbildungen, die sie schon gemacht haben, habe ich so viel Praxis, ich komme jetzt auch wirklich ins Tun. Und da kriege ich die Feedbacks, wie viel Hunderte, wie viel Tausend Leute davon schon profitiert haben, dass ihre Phobien und Ängste sie jetzt loslassen konnten. Dass sie Veränderungen in ihrem Verhalten, in ihrem Leben gemacht haben. Und es tut mir unheimlich gut, das zurückzubekommen. Deswegen möchte ich diese Message einfach so weit wie möglich auch weiter verteilen. Deswegen auch diese DVD. Und ich glaube, dass es durch dieses neue Bild auch einfach zugänglicher wird. Auch für Coaches, die sagen, Hypnose, glaube ich gar nicht dran. Hypnose ist nichts für mich. Weil, wie ihr in den späteren Videos auch noch ein bisschen kennenlernen werdet, habe ich ein paar Methoden entwickelt, wo man es gar nicht muss. Wo man nicht mal das Ritual von Schlaf tiefer und tiefer und so weiter braucht. Sondern nur mit den Worten, mach mal die Augen zu und stell dir vor. Schon sehr viel bei Menschen auslösen kann. Aber darauf kommen wir in den nächsten Videos. Ich freue mich erstmal, dich an Bord zu haben. Ich freue mich auf eine gemeinsame weitere Reise. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß, dabei auch selbst mal in den nächsten Tagen rauszufinden, wie läuft dein Loop so? Was hast du im Alltag so für Loops am Laufen? Wann entsteht bei dir vielleicht aus einem Glaubenssatz, einer Überzeugung, einer Prägung, das, wie du denkst? Wie oft entsteht aus deinem Denken, das du bewusst steuern kannst, wenn du möchtest? Ein Gefühl durch das, worauf du deinen Fokus lenkst. Auf das, was klappt oder auf das, was gerade schief läuft, auf das, was dich aufbaut oder auf andere Dinge. Wann haben Erfahrungen dich so geprägt, dass dadurch komplette Weggabelungen anders gegangen wurden? Und wie könntest du vielleicht bewusst Erfahrungen machen? Weil ich glaube, es ist diese Mischung aus dem Verständnis dafür, dass so Hypnose in einem Coaching funktionieren kann und dem Verständnis, dass ich dadurch mein ganzes Leben ein bisschen anders gestalten kann, wenn ich bewusst meine Gedanken und Bilder nutze, bewusst meinen Körper einsetze, bewusst Erfahrungen mache und mal ein bisschen über meine Glaubenssätze nachdenke und sie vielleicht entsprechend anpasse. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Video und auf eine noch weitere gemeinsame Reise in die Welt der Hypnose mit einem neuen Ansatz, einem Loop, einem Prozess zwischen Denken, Körper und dem, was daraus entsteht an Erfahrungen und Glaubenssätzen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, dein Alexander.